Leute, lange ist es her. Es wird mal wieder Zeit. Ich glaube, über einen Monat ist es her oder fast zwei, dass die letzte Ja-Nein-Nicht-Challenge kam. Und ich habe mir gedacht, ich bin heute in Köln, habe ein paar YouTuber auch hier zu Gaste bei mir in der neuen Bude. Die Roomtour kommt bei 150.000 Likes. Ich würde sagen, wir fangen gar nicht lang rum. Mein erster Gast ist kein geringerer als Rotpilz. Ich finde mich so dermaßen hässlich. Perfekt, passt. Als zweiten Gast habe ich eingeladen für die Ja-Nein-Nicht-Challenge keinen geringeren als Justus Boom. Justus, komm doch rein ins Bild. Atemlos durch die Nacht. Justus, erfreust du dich auf meinem Kanal zu sehen zu sein mal wieder? Super, weil die letzte Challenge ist auch gar nicht so lang her. Und als allerletzten Teilnehmer der Ja-Nein-Nicht-Challenge habe ich unseren amtierenden Weltmeister und es ist kein geringerer als Bari. Ja gut, ich brauche euch nicht vorstellen, du bist ja bekannt. Ganz kurz, bevor es losgeht, die heutigen Wörter sind klar. Ja, nein, nicht und auf geht's. Darf ich Justus sagen? Vielleicht. Vielleicht ja oder vielleicht nein? Vielleicht, vielleicht. Dein Kanal heißt ja Julian Bam, richtig? Richtig. Würdest du von dir sagen, dass du den besten YouTube-Kanal Deutschlands hast? Schon, oder? Nee. Das zählt auch schon. Ist das... Revi, ist ja kein Geheimnis, dass du den schlechtesten YouTube-Kanal Deutschlands hast, richtig? Absolut. Also, der ist ja echt richtig beschissen. Ach, Quatsch. Bei dir ist ja alles schief gelaufen. Genau. Würdest du behaupten, dass die Let's Player-Szene die beste auf YouTube ist? Teppichmesser. It was at this moment. Revi knew. He fucked up. Wenn du antwortest, müsste es schon Sinn ergeben. Ah. Quatsch. Barik, bist du bereit? Klar doch. Okay, gut. Stimmt es eigentlich, dass du momentan keinen Führerschein hast? Das stimmt. Warum? Weil ich zu schnell war. Warum warst du zu schnell und wo? In Stuttgart und... Und? Guck schon, fängt's an. Baby, ich bin ein Killer! Ich glaube, ich muss erstmal rülpsen. Wie ist denn das? Hast du jetzt schon 100.000 Abonnenten? 100.000 Abonnenten? Ja. Hab ich schon lange. Dein YouTube-Kanal. Hab ich schon lange. Okay. Jetzt mal kurze Frage zu deinen Nasenlöchern. Findest du, dass die überdimensional groß sind? Absolut. Ganz kurze Frage, viele Leute wünschen sich ja Kissenbezüge mit deinem Gesicht. Wird das irgendwann kommen? Zum Schlafen wäre das auf jeden Fall für die Zuschauer... Denkst du, wir liegen preislich über 10 Euro? Die würden unter 10 Euro... Sind die denn noch Fairtrade dann? Wie bitte? Sind die denn noch Fairtrade dann? Ich bin großer Vertreter von Fairtrade. Also wären die Kissen Fairtrade? Die Bezüge? Nicht jetzt die Kissen? Ja. Drew, also du hast das Spiel jetzt ganz kurz, du hast es jetzt verstanden, gell? Ich glaube schon. Okay, gut. Also bist du jetzt bereit für die zweite Runde? Ich bin bereit. Was war so ziemlich das Süßeste, was du bis jetzt von einem Abonnenten mal geschenkt bekommen hast? Weiß nicht. Kannst dich gerade nicht erinnern, oder? Nein, richtig. So, was hast du jetzt in der Zukunft noch vor? Ich meine, ihr macht ja immer riesen Projekte, riesen Videos mit viel Aufwand. Bist du da stolz drauf, dass da so viel Aufwand in deinem Kanal steckt? Sehr stolz. Hättest du die Möglichkeit... Was bist du? Bin ich drauf. Okay, und? Kein... Nichts hinzuzufügen. Nichts? Nichts? Nichts. Nichts. Ah, nichts. I got in the also, du hast das Spiel verstanden, oder? Richtig. Bei dir kamen jetzt auch schon verschiedene Projekte online, richtig? Hundertprozentig. Hundertprozentig? Ja. So, ich habe dich ja jetzt gerade eben nicht aussprechen lassen. Wo warst du? In Stuttgart. Was war da? Da war ich zu schnell. Warum? Weiß ich nicht. Nicht? Hey, guck, Junge! Würdest du tendenziell von dir dann behaupten, dass du gerne fixst? Ich bin ein Vielficker. Ja? Bist du dir da sicher, dass du ein Vielficker bist? 100%. Gibt es denn da Statistiken, die das bei dir belegen? Es gibt welche. Führst du die Tabelle selber oder wie machst du das? Ich mache eine Strichliste. Ja? Erzähl doch mal ein bisschen was von dir. Wie alt bist du denn? Was machst du so? Ich bin Ju. Ich mach YouTube. Ich trau mich gar nicht etwas zu... Gar nicht? Ach, Revi, du bist ja umgezogen. Korrekt. Gab's da auch schon eine Roomtour? Bis dazu? Ja. Nicht der Fall. Ah, du Hurensohn!
Du bist also der amtierende Weltmeister gerade? Das bin ich. Wer hat dich dazu ausgezeichnet? Es war kein geringerer als ich selber. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Es war meine kleine Ja-Nein-Nicht-Und-Challenge. Ihr könnt ja die ganzen Kanäle sind unten verlinkt. Und dann die Hände.